herzlich willkommen bei Carrera TV. Ich kriege die Tür nicht auf. Falls Sie mich trotzdem hören können, ich befinde mich hier in der neuen Multifunktionshalle in Weissach. Hier ist unter anderem Logistik- und Wareneingang und auch der Prototypenbau. Wir haben heute zwei Themen für Sie in Carrera TV. Und zwar das erste Thema, Herr Martin hat mir alles erklärt über die neue Keramikbremse von Porsche. Und Herr Bier ist auf einem Mountainbike durch Tibet gefahren. Man glaubt es kaum. Und wenn Sie den Film gesehen haben mit Brad Pitt, 7 Jahre in Tibet, dann wissen Sie auch, wie die Leute in Tibet sich grüßen, wenn sie sich auf der Straße treffen. Nämlich so. Ach so, ich hätte drücken müssen. Das, was ich hier in den Händen halte, ist Teil einer Weltneuheit. Der Bremsbelag der neuen Keramikbremse. Herr Martin, diese Keramikbremse ist ja eine fantastische Erfindung. Wodurch unterscheidet sie sich jetzt zur herkömmlichen Bremse? Die Porsche Keramik Composite Bremse, wie Sie hier sehen am Fahrzeug, die hat entscheidende Vorteile. Einmal vom Ansprechverhalten, sowohl bei unterschiedlichen Temperaturen und Geschwindigkeiten. Dann haben wir auch große Vorteile beim Nassansprechverhalten. Und wir haben ein sehr gutes Kühlverhalten erzielt mit diesem System. Die Bremsscheibe hat auch einen anderen Aufbau. Das sehen Sie hier an dem Modell hier. Wir haben eine zweigeteilte Konstruktion entwickelt, die im Gegensatz zu normalen Carbonbremsen, die im Rennsport auch eingesetzt werden, da sind aufgrund der Materialstruktur nur radiale Kühlkanäle. Aber wir wollten natürlich die technischen Vorteile von einem gekrümmten Kühlkanal umsetzen wie von der Graugusscheibe. Und deswegen haben wir hier bei dieser Keramikbremsscheibe einen neuen Herstellprozess entwickelt, der so aussieht, dass wir zwei Teile fertigen und dann bei dem letzten Prozess, diesem sogenannten Silizierprozess, das ist ein Prozess, wo im Hochvakuum bei 1700 Grad flüssiges Silizium beigefügt wird. Und während diesem Prozess fügen wir die Teile zusammen und es gibt nachher eine unlösbare Verbindung. Wenn ich Keramik höre, dann denke ich immer an das Porzellan von meiner Oma. Ist das denn auch so etwas Ähnliches wie eine Tasse, diese Keramikbremse? Nein, so ist es nicht zu sehen. Wir haben wohl einen keramischen Werkstoff, aber der Werkstoff hat nicht die Zerbrechlichkeit, weil wir haben in dieser Keramikscheibe eine Carbonfaser, eine Kurzfaser drin, die einmal die Festigkeit steigert für den Werkstoff und auch nochmal das Reibwertverhalten günstig beeinflusst. Allein schon durch den Aufbau vom Material haben Sie überhaupt keine Probleme mehr, egal welche Witterung, auch im strengsten Winter oder bei Salzwasserbetrieb haben Sie da keinerlei Korrosionsschäden zu befürchten. Folgende Situation, regennasse Fahrbahn ist ja immer sehr gefährlich. Ist hier ein Vorteil bei der Bremse? Wir haben aufgrund dieser Reibpaarung einmal mit diesem speziellen Bremsbelag und durch diesen Faseraufbau dieser Keramikbremsscheibe ein hervorragendes Ansprechverhalten. Wir, wenn wir Messungen fahren, können feststellen, dass wir praktisch gar keinen Zeitverzug mehr haben. Das heißt, die Bremse spricht spontan an, so wie Sie es gewohnt sind, auch bei trockener Straße. Nun habe ich eben beide, die alte Graugussbremse in der Hand gehabt und jetzt die neue. Das ist ja ein gewaltiger Gewichtsunterschied, das ist nahezu die Hälfte an Gewicht. Wir haben ziemlich genau 5 Kilo pro Rad eine Gewichtsreduktion. Das macht dann im Fahrzeug 20 Kilo aus, wo wir an ungefederten Massen, was eigentlich sehr wichtig ist, auch für den Federungskomfort, wo wir erreicht haben. Nun habe ich gehört, dass man diese Bremsscheibe auch aufbewahren sollte. Man kann sie ja seinen Enkeln noch vererben, denn die hält ja sehr lange. Ja, also wir reden bei diesem Bauteil von einem Lifetime-Bauteil. Das heißt für uns eine Mindestlaufzeit oder garantierte Laufzeit von 300.000 Kilometern. Bei normalen Bremsen kommt irgendwann mal der Punkt, da fangen die an zu glühen. Glüht die neue auch und was passiert dann? Lässt dann die Wirkung nach? Ja, das ist hier ein entscheidender Vorteil, dass aufgrund dieser Herstellverfahren und dieser Prozesse, die diese Bremsscheibe durchläuft, das sind alles Prozesse, die zwischen 1700 und 2000 Grad durchlaufen. Dadurch ist diese Scheibe auch resistent gegen solche Überlastungstemperaturen. Das hier ist ja nun ein Erprobungsfahrzeug. In welchen Fahrzeugen von Porsche wird man diese Bremse, diese Weltneuheit jetzt sehen in Zukunft? Also wir sind im Moment in der letzten Erprobungsphase, wo wir wollen diese Bremsentechnik als nachrüstbare Lösung für unseren 911 Turbo einsetzen und anbieten können. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen. Kennen Sie zufällig Robert Carradine? Bobby Carradine, Filmschauspieler. Wenn Sie das Gesicht gleich sehen, wenn Sie sagen, ach, der kenne ich, natürlich kenne ich den. Der war tatsächlich hier in Weissach und hat für Carrera TV gebremst.
der Maisacher Versuchsstrecke testet Robert Carradine einen 911 Carrera in der Cup-Version. Die nasse Fahrbahn an diesem verregneten Novembertag meistert der hauptberufliche Schauspieler im 911 des UPS Junior Teams ohne Probleme. Er überrascht Porsche-Renningenieur Roland Kussmaul mit vielversprechenden Rundenzeiten. You have another engine? Did your engine blow up? Maybe. The brakes are fantastic. And your impression from the car? You mean before I broke it? It's a fantastic car. It's maybe the best race car I ever drove. And I drove some good race cars. I drove for factory Lotus, it's better than that. I drove for factory Corvette, it's better than that. And I drove for a private Porsche team that had a 962. Mm-hmm. It's more predictable than that. Yeah, the 962 sure. is arguably the best Porsche racing car, you know, maybe ever. Yeah. No, this is a great car. Carradines Ziel, zukünftig in der Spitzengruppe mitzufahren. Er verhandelt derzeit mit verschiedenen Supercup- und Carrera-Cup-Teams über ein Cockpit für die Saison 2000. Der amerikanische Filmschauspieler war bereits mehrmals bei den 24 Stunden von Daytona in den USA und der amerikanischen Supercar-Serie gestartet. Und jetzt die Nachrichten aus dem neuen Wareneingang in Weissach. Hervorragendes Ergebnis. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 1998-99 konnte die Porsche AG ihren Vorsteuergewinn gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppeln. Bei der Aufsichtsratssitzung am 12. November wurde das Konzernergebnis vor Steuern mit 698,2 Millionen Mark festgestellt. Weniger stark fiel der Anstieg beim Nachsteuerergebnis aus. Der Jahresüberschuss lag bei rund 373 Millionen Mark. Der Absatz des Konzerns stieg um 19,9% auf rund 44.000 Fahrzeuge, der Umsatz um 25,5% auf über 6 Milliarden Mark. Fortsetzung. Der Porsche Pirelli Supercup wird mindestens bis zum Jahr 2002 ein Höhepunkt im Programm der Formel-1-Wochenenden bleiben. Darauf haben sich die Porsche AG und Allsport Management, die Organisatoren der Formel-1-Rennen, geeinigt. Künftig soll der schnellste Markenpokal der Welt mit 11 Läufen sogar noch ein Rennen mehr als bisher umfassen. TÜV-Prüfung bestanden. Für vorbildliche Leistungen im betrieblichen Umweltschutz hat Porsche zum zweiten Mal das Zertifikat nach der europäischen Öko-Audit-Verordnung erhalten. Porsche hat sich Mitte der 90er Jahre selbst verpflichtet, seine umweltpolitischen Aktivitäten regelmäßig überprüfen zu lassen. Alle drei Jahre wird die große Kontrolle am Produktionsstandort Zuffenhausen durch den TÜV wiederholt. Andreas Richter, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Stuttgart, übergab die Urkunde an Produktionsvorstand Michael Macht. Er betonte, dass Porsche seine Umweltleistungen gegenüber der schon erfolgreichen ersten Prüfung 1996 nochmals deutlich verbessert habe. 3x2000. Mit drei Kalendern startet Porsche ins nächste Jahrtausend. Bridging the Millennia präsentiert die aktuellen Modelle vom Boxster und Elfer bis zum neuen Turbo auf außergewöhnlichen Brücken rund um die Welt, wo sie der Fotodesigner Conny Winter abgelichtet hat. Auf den Motiven des Designkalenders zeigen 12 Weissacher Designer ihre individuellen Interpretationen von Dynamik und Ästhetik der Porsche-Modelle. In kurzen Texten kommentieren sie ihre Werke. Der historische Kalender Airstream zeigt Porsche-Rennfahrzeuge aus allen Epochen in Szene gesetzt vom Stuttgarter Fotografen Frank Orell. Sport-Jahrbuch. In seinem neuesten Bildband Porsche Sport 99 hat der Fotograf Ulrich Upitz auf 208 Seiten mit über 500 Farbfotos die Porsche-Rennsportereignisse auf und am Rande der Pisten dokumentiert. Dazu informieren internationale Fachjournalisten über die Höhepunkte der Porsche-Motorsportsaison 1999. Weihnachtseinkauf. Anfang Dezember können Porsche-Mitarbeiter gleich zweimal Artikel aus dem Selection-Programm von 1998 und 99 zu stark reduzierten Preisen erstehen. Der Sonderverkauf findet jeweils von 9 bis 18 Uhr im Lagerraum von Bau 1 gegenüber vom Porsche-Museum in Zuffenhausen statt. Piccolo-Modell. Nur 8 Mark kostet das Modellauto des Monats im Dezember. Der Porsche 550 Spyder im Maßstab 1:90 ist silbern lackiert und im klassischen Schuko-Karton verpackt. Das Angebot gilt ab dem 1. Dezember an allen Selection-Verkaufsstellen. Das waren die Nachrichten und jetzt ab nach Tibet. Mit einem
Porsche Bike FS im Gepäck landet der Weissacher Motorenentwickler Manfred Bier am 7. Oktober zusammen mit einer Gruppe enthusiastischer Biker auf dem Flughafen von Lhasa in der chinesischen Provinz Tibet. Die Stadt des Dalai Lama ist Ausgangspunkt für eine außergewöhnliche Radtour quer über den Himalaya bis nach Kathmandu in Nepal. Die 16 Mountainbiker lernen in der 3600 Meter hochgelegenen Stadt erst einmal mit der dünnen Luft zu leben. Schließlich haben sie vor, mit den Pedalen in weit höhere Regionen vorzudringen. 14 Tage lang verbringen die Radler im Sattel. Abseits jeglicher Zivilisation legen sie fast 1000 Kilometer über die kaum befestigten steinigen Straßen des tibetischen Hochlands zurück. 3 Wochen später ist der Ingenieur wieder in Weissach. Und schlechtes Wetter haben Sie mitgebracht, Herr Bier. Schön, dass Sie da sind. Mit dem Radl gekommen. Ja. In Tibet. War schön? War ausgezeichnet. Ganz fantastisch. Wie hoch waren Sie denn da, wenn Sie sagen, Sie mussten sich an die Höhe gewöhnen? Also in Lhasa waren wir auf 3600 Meter. Und während der Tour war unser höchster Punkt 5200. Muss man da gewisse Vorbereitungen treffen eigentlich? Schon mal vorher trainieren? Oder? Man sollte körperlich fit sein. Die Höhe kann man eigentlich nicht trainieren. Die muss man sich vor Ort, Verträglichkeit muss man sich vor Ort holen. Das kann ja ganz schön kalt werden da oben. Ja, das war am Anfang der Tour sogar sehr warm. Wir sind in kurzen Hosen gefahren, kurzen T-Shirts. Und gegen Ende sind wir auch mal in den Schneesturm geraten. Und wo haben Sie da geschlafen? Zelt, Hotel oder? Die meisten Nächte in Zelten und ein paar Nächte zwischendurch, Gott sei Dank, auch mal im Hotel. Muss man ja auch technisch gut ausgerüstet sein. Waren Sie mit dem Fahrrad zufrieden? Ich war sehr zufrieden. Hat ebenfalls nicht schlapp gemacht. Ganz hervorragend. Ja, nicht mal Platten oder sowas? Kein Platten gehabt. Nein, kein Platten gehabt, keine Speichenbrüche oder Felgenprobleme, Bremsen. Ausgezeichnet das hat, gewesen. Das hat noch Qualität hier, muss man sagen. Ist ja wirklich was Gutes, ja. Was war denn so das beeindruckendste Erlebnis, was Sie so hatten von der Reise? Was hat Sie am meisten bewegt? Am meisten bewegt hat mich eigentlich die Art der Tibeter. Die tiefe Gläubigkeit der Leute, wenn sie in Tempeln oder in irgendwelchen heiligen Städten ihre Bußübungen machen, das ist unglaublich faszinierend. Und fahren Sie da nochmal hin? Ja, also ich werde mit Sicherheit dann nochmal hinfahren. Dann wahrscheinlich ohne Rad, weil ich bin eigentlich Bergsteiger und da möchte ich eigentlich noch höher rauf. Und das geht mit dem Rad nicht mehr. Kommen Sie gesund wieder. Dankeschön. Dankeschön fürs Gespräch. Ja, das wäre doch mal was, mit dem Fahrrad nach Tibet oder durch Tibet. Können Sie doch mal machen in den nächsten Ferien vielleicht. Ich drehe dann so lange die Gebetsmühle. Und das war's auch schon wieder in Carrera TV. Ich sage jetzt Tasche die Leck. Das ist tibetianisch, habe ich mir sagen lassen. Und es heißt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.